So Leute, ich weiß, er kommt ein bisschen spät. Ich hoffe, dass es stört jetzt nicht. Und ich mache noch kurz ein Shop-Video. Ich weiß, gestern war halt nicht so mein Tag. Na, nur was steht denn da unten für Fortnite? Kalender aus ist 0 Stunden und so was. Ach, eine neue Version. Ach, die. Ja, aus diesen alten Filmen, die. Noir, ich glaube, von Spider-Man gab es sowas, eine Noir-Version. Nicht schlecht aus. Diese Spielkarten nicht auch eine Noir-Version bekommen? So wie die. Wolch oder so. Eine neue Prima Remakes, eine neue Musik. Ihr sagt mir gar nichts zu Traumfest. Noch ein kleiner Hinweis, ich weiß nicht, wer die Schlurf-Version hat. Die haben jetzt auch neue Stile. Die Grund, also die Standardversion, wenn der Schild hoch ist, dann hat man die Version. Dann, keine Ahnung, wahrscheinlich kann man so damit starten und wenn der Schild runter geht, dann oder hoch geht, was auch immer, dann wird er wieder zu dieser Grundversion. Ich habe echt Glück da noch nicht ganz durch, was das heißt. Also hier weiß ich, hier kann man, wenn der Schild aufgeladen ist, dann bleibt er so. Hier kann man den Kopf komplett so behalten. Man kann den, dann sagen wir mal so, dann steht der hier in der Lobby so. Und bei denen hier ist es auch so. Aber hier ist eine Grundversion. Man sieht es minimal beim Leviathan, dass der Fischkopf halt wie ein Ball aussieht. Ja, hier ist Grundversion und da ist halt dann diese Plop-Kopf-Version. Bei ihr ist das gleiche wie bei der beim Jonesy Standard. Dann ist hier Monster. Ich kann nicht sagen, was jetzt
wie gesagt, die eine Version ist oder ob das das nicht ist. Auf jeden Fall haben wir hier Grundversion und hier auch die Plop-Version. Ja. Ansonsten Shop-Verhältnisse sehen schon relativ gut aus, besonders wenn man hier neue Versionen bekommt. Die sind jetzt schon, dann sind die reingekommen in dieser Season und jetzt kriegen die noch mal einen Stil dazu. Also ist auch schon nice, direkt in einer Season alles. Bin mal gespannt, ob wir noch nicht noch irgendwas Neues kriegen.